Okay, das scheint noch nicht zu gehen. Wir müssen, glaube ich, die Uhr stellen. Ne? Weiß noch jemand, wie spät das war auf dem Band? Weiß das noch jemand? Watch. Ne, das war das falsche Tape. Was war denn das? Achso, hier, das hier. Watch. Gucken mal eben. Halb zwölf. Okay, alles klar. Ja, okay, gut. Move, right, left. Halb zwölf, sagst du. Oh, hier. Put it back. So. Falsch. Haben wir irgendwas vergessen? Ach, Schallplatte, ne? War da noch eine Schallplatte zu sehen? War da eine Schallplatte zu sehen? Dün, 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 dün. Irgendwas läuft da, ich weiß aber nicht was. Ja. Da läuft gar nichts. Okay. Das hier? Use? Das könnte sein. Die Räucherkammer auf dem Dachboden, wo sonst? Ich glaube, es ist die rote Schallplatte. Würde ich jetzt einfach mal frei Schnauze behaupten. Wir legen die mal auf. Und machen wir mal den hier. No. Was? Nein? Not here. Leave. Leave me alone. Wer steht denn dahinter? Da stand jemand dahinter. Ach, ist das schön. Ich lasse die Musik einfach mal laufen. Ist doch schön hier. Leave the house. Okay, tschüss. Hat da jemand geklingelt? Oder was war das für eine Tröte? Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Was? Class C Subordinate 3546. Please approach the intercom. Crap. Sorry, forgot we gave you a message. Hello, D-Class 3546. You work here. This is the SCP Replication Division. We make replicas of anomalous objects and paranormal events here. I am the sub-coordinator. You've run through this scenario over 100 times. We gave you some forgetting pills, called amnestics this time. Mm-hmm. We thought it would maybe change the outcome of the test. We also put a bunch of SCPs in the house, just to see what would happen. SCPs are those anomalous objects with the numbers on them. Nothing special happened. Please come to the middle of this hangar. There's a control panel on a raised platform. Next to it is an intercom. Schön, wir kriegen mal Vergessnichtpillen. Damit wir mal alles vergessen, was wir erleben. Das heißt, wir erleben immer und immer wieder diesen Scheiß durch und es ist alles nur erfunden. Erinnert mich gerade ein bisschen an Prey, ne? The intercom in the middle of the hangar. It's on a raised platform next to the control panel. Oh, hier die riesen Ventilatoren wegen dem Sturm und alles und... Oh, Alter. Wir sind also ein Testsubjekt. Da ist das ganz toll. Und er wird, glaube ich, ein bisschen sauer, dass wir gerade nicht dahin laufen, ne? Ist mir auch scheißegal, ich gucke mich gerade um. Ja, Prey. Umbrella-Kooperation. Ja, auch so ein bisschen. Das ist alles ganz, ganz... We start walking around aimlessly. Come up on the raised platform, speaking to the intercom. We need to finalize
Nö. 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 Ich laufe jetzt hier rum. Da steht ein Bagger. Mit dem fahre ich jetzt irgendwo durch die Wand und dann ist Ende. Und dann entkomme ich hier. Dem ganzen Scheiß. Kannst die Scheiße selber machen. Oh, herzlich willkommen beim Bausimulator. Oh, geil. Dozer. Muss ich auch mal wieder weiterspielen. Bausimulator. Schatz, das müssen wir mal machen wieder. Bisschen. Ist locked. Okay. Ich will nicht hier SCP-Subjekt sein. Es sei denn, er hat Kuchen. Oh, Kuchen. Kuchen. Hier ist eine Leiter. Kann ich die nutzen? Use. Ja, das geht. Mach's wie Stanley Parable. Alles nur nicht, was der Typ sagt. Ja, genau. Das mache ich jetzt auch. Ich frage mich, wenn wir runterfallen, was dann passiert. Das sieht mir alles aus, als würden wir hier irgendwann hinkommen, oder? Kann ich hier? Ich frage für einen Freund. Ich probiere das mal aus. Ja, wir testen das mal mit der Demo, ne? Was man hier alles so machen kann. Hat, glaube ich, der Entwickler dran gedacht. Ne, kann das sein? Aber hey, vielleicht können wir uns aus der Map glitschen. Komm, wir probieren das mal. Warte mal, da ist einfach, da fällt man einfach durchs Loch, ja, sagst du? Warte mal. Vielleicht ist da die Möglichkeit, drüber zu springen, dass wir dann vielleicht auf die Paletten landen. Wir probieren das einfach mal. Hat der Oh nein. Okay, wieso falle ich da jetzt durch? Bin doch gerade da drauf gelandet. Was, Kuchen ist immer böse seit Portal, weiß man ja. Ich habe Portal auch nie gespielt. Wollte das immer mal nachgeholt haben. Ich habe das ja, beide Teile. In dieser Orange-Box war das ja drin. Wollte das immer mal gespielt haben. Das soll ja auch so mega gut sein. So, jetzt sind wir drauf. Ich versuche mal zu rennen und zu springen dann jetzt. Ich glaube, ich schaffe das. Und... Ah, oh Mist, jetzt sind wir hier zwischen wieder. Ich glitsch raus. Ah, jetzt sind wir hinter. Juhu. Ah, toll. Ich dachte, wir wären jetzt hier. Okay. Ah, ja gut, dann nicht. Ja, dann... Ah. No. Der starre Hund. Der starrt irgendwo hin, aber ich weiß nicht wo. Oh, töten die immer wieder die Hunde? Wie gemein. So. So, wir sind jetzt hier auf der Plattform. Ach, guck mal, wir werden hier beobachtet, ja? Sagst du? Guck mal, das Badezimmer ist wieder sauber. Wind, Rain, Fog, Light. Ach, guck mal. Krass. SCP-R9237 Reenactment Test 179. Completed by Class D Subordinate Number 3546. Request restoration of reenactment seen by cleanup crew. Props crew, repair dog once. Kill not at all. That dog was destined for that event. Unfortunately, we need to copy the real life events that transpired as closely as possible, hence the mutilated dog. But you can ignore all that for now. Let's go through a quick questionnaire about your little romp through the house. First question. Upon returning the bathroom doors from the camera's void dimension and entering the bathroom, what did you encounter? Ein reguläres Badezimmer, würde ich sagen, war es gewesen. So there was no Black Ocean. Just a regular bathroom, huh? Ja. No, there was an ocean. Ja, das war ein normales Badezimmer. Okay. I think we've heard enough. Class D subordinate is continually uncooperative. Request sanctioning in accordance with Foundation policy. Class D subordinate, drop off the items you acquired during testing into the duffel bag next to the exit doors. After that, you may continue testing. Where are the exit doors? Behind you, in the corner of the hangar. Big red doors, red light shining above them. Just go do the thing. And remember, there is no replication division. A game by... Oh lol, das geht jetzt erst los, oder was? Es ist nur eine Demo, ne? Ist das die Exit-Door oder das die Exit-Door? Oder ist das die Exit-Door? Place the items acquired during testing into the duffel bag next to the exit doors.
Wo soll man die denn platzieren, die Sachen? Wo soll man die platzieren? Hier oben irgendwo oder was? Oder wo? Ist das hier eine Riesentür? Sieht so aus. Ah, hier. So, wir haben alles da reingelegt, ne? Wir haben nichts mehr. Oh, Outlast war so gut gestern. Das klingt nicht sehr gut. Das klingt gar nicht gut, wenn ich das mal so sagen darf. Worauf habe ich mich hier eigentlich eingelassen? So wie bei Outlast, ist das meine Therapie? Ist das meine Therapie? Ah, duschen, geil. Ah. Ja, ah, oh, jetzt Deo unter der Arme. Oh ja, danke. Wie gut ich rieche. Manchmal wünsche ich mir tatsächlich echt ein Riechspiel bei Horror Games. Ja, schon mal vor, du könntest das jetzt riechen, ja. Happy Testing. Okay. So, dieser Flur erinnert mich tatsächlich sehr stark an Outlast 1. Mount Massive. Okay, was? Water. Wieso können wir den ganzen Bildschirm in die Hand nehmen? Das ist bestimmt ganz mega interessant zum Lesen. Hallo? SCP ist ja irgendwas mit so Testsubjekten, ne? Ihr kennt euch ja besser aus wie ich. Ihr könnt mich ja da aufklären. Ich kenne mich in dieser SCP-Welt ja gar nicht aus. Ich habe dieses ganz alte SCP ja, glaube ich, noch nie gespielt, wenn ich mich recht entsinne. Das kann man alles lesen, ist bestimmt ganz interessant. Und alles Testkammern. Oh. Oh, eine Testkammer mit Bananen. Ja, das ist ganz toll. Ich krieg Hunger. Hast du Kuchen oder Pudding? Bananen habe ich. Moin, grüß dich. Hi. Ist das meine Kammer? Das sieht aus wie meine Kammer. Ich, ne, tschüss. Ich geh jetzt mal hier gucken. Ich bin neugierig. Sollte man das sein? Und was ist... Was zur Hölle ist das? Out of Kommission. Alter. Intake. Bananen. Was, die kann man nicht essen? Da kommen die Schalen, du weißt, bei Mario Kart vor. Ja. Was ist das hier für eine Kammer? Output, okay. Was zur Hölle, wie... Das ist alles so weird. Da ist so eine Tür. Vielleicht können wir entkommen. Ich probiere es. Ich würde es einfach mal probieren. Let's go. Nö. Hätte ja sein können. Vielleicht kommen wir ja hier nochmal hin. Ich weiß es nicht. Springen können wir auch. Rennen können wir unendlich. Das ist schon mal sehr schön. Kann ich das umschalten? Ich warte mal eben. Ich gehe mal eben kurz in die... In die Dings. General. Lalala. Werte Look. Nein. Okay, man kann es nicht einrasten. Okay, gut. Die Tür geht auch nicht. Was? Dann laden wir was? Zu Bananen? Den Affen aus Sinking City. Ja, wie hieß der denn nochmal? Oh, wie hieß der denn nochmal?
Robert Throckmorton hieß der doch, ne? Oder war das nicht Robert? Robert! War das nicht Robert Throckmorton? Bei Sinking City? Ach, siehst du, Schatzi, bist du noch da? Bist du noch anwesend oder bist du im Land der Träume vielleicht unterwegs gerade? Ich wollte mal gerade fragen, was hatte da Anne da vorhin erzählt gehabt? Irgendwas mit H.P. Lovecraft, Cthulhu? Hab ich das irgendwie richtig verstanden? Spiel oder was war das? So, wir quatschen mal mit... was ist das denn? Taking a bucket of her and looking into a room, it's not replication, it is ID, okay. Na. Greetings, D-Class. Oh, right. They gave you amnestics. I'm John, former MTF soldier dishonorably discharged, demoted into standing in front of doors leading to highly dangerous SCPs. At least I don't have to test them. That's all you. Mm-hmm. When you regain your memory, you'll consider me a friend. Hopefully. Okay. You ever get bored of testing the same SCPs in an identical step-by-step fashion every single day? Okay. No, I love my job. Same here. Good talk. Sehr schön gequatscht, Shikuri. Ich kann. So fühle ich mich schon wesentlich sicherer, muss ich sagen. Da fühle ich mich schon wesentlich sicherer hier. Muss sagen, so, ah, das ist schon... Ah, oh, geil, ich habe eine Knarre. Meine breiten Schultern. So, und wie sind wir jetzt hier? Wieso geht das? Wieso kann man das machen? Das ist gut. Uff. Die hat lange Arme, wo sie mit dir spielen kann. Ja, thanks for playing the demo. Go home, Annie. Das war Go home, Annie. Alter. Das war aufregend. Muss ich sagen. Das war sehr, sehr aufregend. Das. Puh, das ist so. Ja, das. Interessant.